Sachsen Danny wird Ihnen präsentiert von Ihre Spezialist für Hair Colors and Cut, Hair Extensions und Wimpernverlängerung. 2 Minuten vom Bahnhof SBB zu Basel. Unglaubliches, fast geisterhaftes spielt sich ab in der Mano im St. Jakob Park. Bei mir der Patrick Schlenker, wer unsere Sendungen amis verfolgt, mag sich vielleicht erinnern, ich habe mich auch schon mal mit ihm dürfen kostümieren, umziehen, in eine originale Zeit zurückversetzen lassen. Und genau das ist das Motto von heute. Aber eine erstaunliche Sache, was habt ihr abgelassen? Zumindest in der Mano, es hat für viel Erstaunen gesorgt. Ja, wir haben einen kleinen Zeitstrassen-Mob gemacht, und zwar als Hinweis auf die Veranstaltung, die nächstes Wochenende ist, Zeitstrasse Basel, Geschichte erleben auf dem Bruderholz, wo eben, wie gesagt, 1. und 2. Juni stattfinden wird. Jetzt sieht man im Hintergrund auch, es sind so viele verschiedene Themen schon dabei. Du hast hier schon recht eine grosse Zeit in einem Raffer zusammengenommen. Was erwartet einem denn selber an der Zeitstrasse? Wie gross ist das Spektrum? Also das Spektrum diesmal wird sie von der Kälte bis Mitte 1900. Gegenüber 2011 haben wir noch ein bisschen vergrössert. Wir haben nicht mehr Gruppen, aber wir haben das Spektrum vergrössert. Wir haben auch das Allgemeine, die Veranstaltung wird viel grösser. Wir stellen das Jahr rund 120 Zelte auf dem Bruderholz auf. Das beinhaltet erstens eben Darsteller aus verschiedenen Epochen. Wir haben 7 Museen, die mitmachen aus der Region. Und sehr viele Handwerker und Händler. Vor allem Handwerker, die Berufe zeigen, die man eigentlich so heute nicht mehr kennt. Du sagst, wir haben, ich sehe aber im Hintergrund, der Herr läuft zum Teil der Schweiß ab. Du wirst unterstützt. Von wem wäre ich alles an deiner Seite? Also wir sind 5 Leute im OK. Wir haben, wo natürlich verschiedene Ressorts haben, wo sie verantwortlich sind. Jack Balmer ist für Handwerker Händler. Andrea Schläfli ist für Webseiten und Text zuständig. Dann habe ich noch Barbara Rütsch. Sie ist für Helfer und Sponsoring. Und Walti macht noch das ganze Finanzielle. Und die ganzen Leute sind dann auch immer wieder entsprechend verkleidet, auch selber aktiv und nicht nur auf dem Mäntel in denen rumsegeln? Ja, vom OK nicht. Also wir vom OK werden, eben Andrea, der Jack und ich werden sicher irgendwann mal, wenn dann einmal alles läuft, sich mal dann auch dementsprechend historisch kleiden. Die anderen zwei nicht, die kommen von auswärts. Das ist absichtlich, dass man auch noch ein bisschen Leute hat, die nicht nur in der Szene sind, sondern das Ganze auch noch ein bisschen von außen betrachten. Aber es wird natürlich, zwischen 120 und 140 Leute sind allein von unserer Seite, also als Darsteller sind wir allein schon dort. Und an so Veranstaltungen hat es natürlich immer einen Haufen Gäste, die natürlich dementsprechend auch noch gewandert kommen, oder? Und er hat von Darstellern gesprochen, und es ist nicht nur so, dass das eine Mode auch ist, sondern es wird natürlich auch ins Handwerk reingegangen. Man sieht wirklich ganz viel einen geschichtlichen, tollen Anlass, den wir hier erleben dürfen auf dem Bruderholz. Sachsen Danny ist Ihnen präsentiert worden von Ihre Spezialist für Hair Colors and Cut, Hair Extensions und Wimpernverlängerung. 2 Minuten vom Bahnhof SBB zu Basel.